Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sloxicon Quiz mit Hallo. Mir, Christian, Jay und Brammen. Hallo. Und Hallo. Natürlich guten Andi. Ist richtig. Und, und es ist eine Special-Ausgabe des Sloxicon Quiz, denn es ist die Achievement-Edition. Das Ganze wurde vorbereitet von Tim, also vielen Dank dafür. Oh, danke, und Tim. Es funktioniert so, wir spielen heute 8 Runden. Das bedeutet, jeder ist einmal, zweimal am Anfang dran sozusagen. Danke, Tim, und, dafür. Ich nenne euch in jeder Runde ein Spiel und den Namen eines Achievements. Und ihr müsst mir den Beschreibungstext dieses Achievements schicken. Soll ich Bram denn jetzt reinbaiten? Das ist aber, das fängt immer mit großen Buchstaben an und hat am Ende ein Satzzeichen, oder? Das werde ich euch dann immer sagen, zu jedem Achievement exakt. Genau, ihr müsst mir also nicht den Namen des Achievements aufschreiben, sondern die Beschreibung des Achievements. Mhm. Was man tun muss, um die zu bekommen oder was da auch immer im Spiel eben steht. Das müsst ihr dann selber rausfinden. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr habt, ja, ich glaube, wir machen mal besser ein bisschen mehr Zeit diesmal. Ich würde sagen, wir machen 45 Sekunden. Mann. Er gönnt richtig. Weiß nicht, ob es immer 45 Sekunden waren, aber egal. Weil das ist fast eine Minute. Er schreibt 7 King Roman in der Zeit. Das war eine Minute, ja. Nee, ein 30 mehr Sekunden. Das waren 20 oder 30 Sekunden. Ja. Ja. Andi ist mein Lieblingsmoderator, genau deswegen, weil auch mal gönnt. Ja? Das Gehen, Andi, steht für gönnen. Andi hat überhaupt keinen Einfluss in diesem Spiel auf die Punkte, deswegen. Ja, nee. Tja. Bist du Chris egal? Ich merke schon. Ja, das ist nur Liebe, die ich hier bekomme. Ich vertraue darauf, dass Andi keine New Life-Regel kennt. Wieder. Also, wir starten mit Runde 1 und das Spiel lautet, der Name des Spiels lautet Edna und Harvey, Harveys neue Augen. Neue oder? Harveys neue Augen. Das heißt neun Augen. Also das ist Edna und Harvey, Doppelpunkt Harveys neue Augen. Ja, ich habe es euch hier auch mal reingeschrieben. Ich sage euch jetzt, bevor ich euch den Achievement-Namen sage, jetzt gerade noch, das Achievement, der Beschreibungstext beginnt mit einem großen Buchstaben und endet mit einem Satzzeichen. Aha. Und der Achievement-Name lautet Uhu. Also wie der Vogel Uhu. Und ihr habt 45 Sekunden ab jetzt. Und die Zeit ist rum. Das was ich nachgefragt habe. Gut, alle haben ihre Antwort abgegeben. Und wir beginnen mit dieser Runde. Der erste Vorschlag, der Beschreibungstext des Achievements Uhu aus Harveys neue Augen lautet: Finde alle Federn von Uhu. Alter, ich fäng einfach schon an zu lachen. Das ist ja so rigged, Alter. Ja, vielleicht heißt ein das Charakter ist ja Uhu. So rigged, das kann ja sein. Ey, er fängt halt einfach schon zu lachen. Oder es ein Fehler ist. Boah. Naja, sonst würde man doch sagen vom Uhu, oder? Nee, wenn der Charakter Uhu heißt. Außer der Charakter heißt Uhu, ja, das ist richtig. Ja. Dann nicht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte nur an den Vogel. Vorschlag Nummer 2. Der Beschreibungstext. Er lacht jetzt jedes Mal, oder was? Das ist okay. Nicht gut. Okay. Führe Uhuodo hinters Licht. Ja? Da kommt kein Apostroph hin, oder? Nee. Wir gehen weiter. Der nächste Vorschlag. Vorschlag Nummer 3. Uhu. Und der Beschreibungstext lautet Hu. Uhu. 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 Scheiße. Vorschlag Nummer 4 ist Uhu, streichel den Bauch des Uhus. Und Vorschlag. Ich kann Uhu nicht mehr. Das fühlt sich jetzt komplett falsch an. Ja, du hast ein Jamais-Vu, nennt sich das, glaube ich. Ernsthaft? Oh, was ist das denn? Was für ein Ding? Wie Déjà-vu? Du kannst kein Französisch aussprechen, aber das machst du jetzt richtig. Es gibt Déjà-vu, Presque-vu und Jamais-vu. Déjà-vu ist, wenn eine Situation einem bekannt vorkommt, obwohl man noch nicht drin war. Ich glaube, Presque-vu ist, wenn einem ein Wort nicht einfällt. Dann haben wir öfter. Und Jamais-vu, das ist vor allem in Gruppen dann. Und Jamais-vu ist, glaube ich, das Gegenteil von
Déjà-vu, wenn man in einer Situation war, aber die vergessen hat. Ich hab's kriegst gerade auch nicht mehr zusammen. Das haben wir auch öfter. Ja. Aber das ist es jetzt nicht. Das ist Overusing also von Uhu. Déjà-vu und Méjà-vu. Nee, wie hieß das? Presque-vu, Jamais-vu und Déjà-vu. Jamais-vu und Presque-vu haben wir sehr häufig. Ja, das denke ich mir. Ist jetzt aber auch, ich komme jetzt gerade selber durch. Jetzt Déjà-vu. Heißt das eigentlich Edna und Harveys neue Augen Uhu? Nein, das ist Achievement, da ist mein Gott. Ist erste Runde. Vorschlag Nummer 5 lautet Uhu. Alles wurde richtig aufgeklebt. Viel auch gut. So. Boah. Und da Peter immer anfangen darf, nice. Fängt Peter an. Das ist doch jetzt scheiße. Alles simpel, was das Richtige ist. Peter. Ja, die 3, natürlich. Vorschlag Nummer 3, okay, Peter. Was? Peter baitet aber auch rein, wie keine Ahnung, wie Franz Kafka in seine Bücher, ey. Christian. Warum musste Peter jetzt die 3 nehmen? Wieso? Das ist doch Mist. Was hat das ja, geändert? Ja, ich nehme die 3, komm Peter. Alles gut. Der Jay freut sich gerade so hart, ey. Ja, dann kommt Jay. Bin alle Federn von Udo, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der wirklich so heißt. Ja. Führe Uhudo hinters Licht. Uhudo, das ist Uhudo. Der lässt sich nicht hinters Licht führen. Streichle den Bauch des Uhus oder alles wurde richtig aufgeklärt. Ich nehme die 3. Die Nummer 3, dann fehlt noch Brammen. Ich nehme die 4. Okay. Dann klären Scheiße. Wir das mal auf. Die 3 von Brammen jetzt. Vorschlag Nummer 5, alles wurde richtig aufgeklebt. Niemand hat sich dafür entschieden und das freut Christian am wenigsten, denn das ist seine Antwort, sein Vorschlag. Vorschlag Nummer 2, führe Uhudo, wie auch immer, hinters Licht. Kommt von Jay. Das ist echt ein Rechtschreibfehler? Ich glaube, dachte, dahinter ist das Licht hätte ich. Dachte, dann macht man da einen Apostroph. Ja, keine Ahnung, ey. Back to school. Aber wer ist denn Udo? Der Name wäre einfach witzig. Er hätte passen können. Udo. Aber dafür, dass die 2 von Jay Udo, ist, hatte bei der 1 hat er sich beschwert. Das ist jetzt blöd. Ich dachte, die 1 von Jay. Die 1 finden alle Federn von kommt vom Brammen. Oh, geil! Oh nein. Ich dachte nämlich, der Charakter heißt Uhu. Okay, dann hat Bram entweder richtig oder Peter alle Federn von 2 Uhu, Punkte. Dachte ich mir dann, wenn der so heißt. Vorschlag Nummer 3, Peter, Christian und Jay haben sich dafür entschieden und das ist auch der korrekte. Der korrekte Achievement-Text. Aber kriegt Peter trotzdem noch ein Pünktchen? Ja, denn Vorschlag Nummer 4, Bram hat sich dafür entschieden, ist von Peter. Das bedeutet, Peter 2 Punkte. Ja, machst du da nichts raus. Niemand von uns hätte die 3 geschrieben. Never ever. Ja, glaube ich nämlich auch. Also, vielleicht, aber ich dann nochmal mit dem Huhu wirklich einen gut, drauf. Das ist belastend. Tja. Ja, mir ist am Anfang nur so ein Standard-Shit eingefallen, wie trifft zum ersten Mal den Uhu oder so ein Kram. Das kann ja auch sein. Ja. Gut. Bevor das wir uns ist die Problematik hier. Ja, Bram ist gerade weggegangen. Ach so. Das ist die Problematik. Ist wieder da. Mach einfach. Ich gehe an die Tür, komm mit Vollmond wieder. Wie er halt so ist. Dann können wir jetzt ja weitermachen. Runde Nummer 2, das zweite Spiel. Und das Spiel ist Elden Ring. Und das Achievement lautet Erdenbaum in Flammen. Aus Elden Ring, 45 Sekunden ab jetzt. Ja, und die schwer. Zeit ist rum. Eure Zeit ist abgelaufen. Bitte alle. Mein Freund, der Baum. Wäre lustig, wenn das jetzt als Vorschlag kommt. Wollt's erst schreiben. So, ja einer. Alle haben ihre Vorschläge abgegeben. Es geht um das Achievement Erdenbaum in Flammen aus dem Spiel Elden Ring. Und Vorschlag Nummer 1 lautet, sprich mit Melina an der Gnade der Titanen. Ich bin gerade überlegen, wie einer von euch einfach irgendwelche Wörter aus diesem Spiel zusammen.
Vorschlag Nummer 2 lautet: besiege Gottfried ein letztes Mal. Vorschlag Nummer 3 lautet: der Erdenbaum in Flammen, der Achievement-Text, den Erdenbaum abgebrannt. Okay. Vorschlag Nummer 4, Erdenbaum in Flammen, besiege den Großkönig. Und Vorschlag Nummer 5, der letzte, der Erdenbaum in Flammen, ihr habt den Erdenbaum mit Zunder in Flammen gesetzt. Das sind alle Vorschläge. Einer davon ist richtig, die anderen 4 sind von euch ausgedacht und Christian beginnt. Das ist ja schön. Ich bin am Überlegen, pass auf, bei der 4 habe ich mir gedacht, besiege den Großkönig, da ist irgendjemand mit dem Namen nicht eingefallen. Bei der 2 allerdings, war das in Deutsch nicht Gottfried, also war das auch Gottfried mit D? Aber Gottfried, wenn man so drüber nachdenkt, klingt auch hart bescheuert. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, was man dafür machen musste. Du hast bestimmt mit Zunder in Flammen gesetzt. Aber fackelt der Baum nicht? Der fackelt doch viel früher. Tja, du musst dich entscheiden. Nimm die 3. Die 3? Ist dein eigenes. Christian hat sich für die 3 entschieden und Jay ist der Nächste, der sich für einen Vorschlag entscheiden muss. Als ich diese Texte da, die 5 vorgelesen bekommen habe, habe ich mich, meine ich, wieder zurückerinnern können, dass doch dass das Ende ist, oder? Du kämpfst doch gegen den Endboss am Ende und danach zündest du doch diesen Erdenbaum an, oder? Dann ist er danach doch in Flammen in dem Abspann. Nee. Das war das, was ich sagte. Nee. Ich hab's auch anders im Kopf. Du hast auch anders, ganz anders im Kopf, ja. Ich bin gerade okay, überlegt, ja, dann ob ich sagen soll dann, oder nicht. Ja, da, also ich hab gerade, ich tendiere die ganze Zeit zwischen 2 und 4. Weil halt nein, denk irgendwas. Doch mal nach, du gehst doch in die City of Ashes dann noch erst. Bevor du dann halt überhaupt gegen. Ist ja die City of Ashes. Ja, sobald der Erdenbaum brennt, gehst du ja in die City of Ashes und dann kämpfst du ja noch gegen Gideon und gegen. Gottfried was? In Recht und dann also erst. Ich meine, gegen... du hast ja den Baum abgebrannt, dann warst du in diesem Krater da und dann hast du doch da noch gekämpft und dann ging das Spiel nur noch voll lange. Ja. Also, ich nehme die 2. Ihr könnt mich mal nicht belabern. Ich lasse mich hier nicht von euch belabern. Ist okay. Okay, dann Bram. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte kam nach dem Feuertitan. Nach dem Feuerriesen. Dass man den Feuerriesen gemacht hat, dann ist man oben auf diese große Schale gelaufen, auf dem Rand entlang. Dann hat man sich mit Melina da hingesetzt und dann hat man mit der gequatscht und dann ist man in die City of Ashes teleportiert worden, meine ich. Dann war man nämlich in der Hauptstadt, in, wie heißt die, Leandrel oder wie die heißt, ich habe vergessen. Dann war alles unter Asche und dann ist man den Baum halt noch, den Erdenbaum hochgeklettert, bis man Gideon besiegt hat. Dann noch ein Stück weiter, dann konnte man den Gottfried-Skip machen. Dann ist man rein und hat, ach verdammt, wie hieß nochmal der Dude mit dem Hammer. Ist ja auch irrelevant für deine Antwort, glaube ich. Nee, ich wollte das aber ausführen, Peter, ich wollte meine Sprechzeit nutzen. Ja? Und okay. Spoilerwarnung. Okay. Bramme nimmt Nummer 5 und Peter ist noch übrig. Du hast doch voll auf 1 gerade tendiert, wie du geredet hast. Hä? Ich hab das auch so im Kopf gehabt wie Bram. Ich nehme die 1. Ja, richtig. Okay. Wait, jetzt hat Jay das wie Bram im Kopf? Nein, Bram hat das doch so erklärt, als wenn er die 1 nimmt, aber ja, nimmt aber dann am Ende hat er die 5. Die 1 selber geschrieben. Genau. Christian, gut, das hast du nie.
Ihr habt euch alle für unterschiedliche Vorschläge entschieden. Wir gehen trotzdem erstmal mit Vorschlag Nummer 4. Besiege den Großkönig. Dafür hat sich niemand entschieden. Und das kommt von Jay. Ja, keine Ahnung, Alter. So, dann gehen wir zu Vorschlag Nummer 1. Das haben wir eben schon gehört. Peter hat sich für Brammens Text entschieden. Ich hatte es aber, bevor Bram das erklärt hat, tatsächlich genauso im Kopf, witzigerweise. Ja, genau. Aber ich dachte mir, ich kann mich daran erinnern, dass es Zunder hieß, weil du suchst doch die ganze Zeit den Zunder für den Erdenbaum, um diese Tür kaputt zu machen. Ich habe gedacht, ihr meint mit Zunder irgendwas, was man im Inventar hat und irgendwie dann im Schnellslot benutzt. Deswegen habe ich die 5 nicht genommen. Die 2 und die 4 waren genau das Gleiche. Das heißt, zwei Leuten ist das Gleiche eingefallen. Ja, Vorschlag Nummer 2, Jay, hat sich halt noch sein, wa? Für den Vorschlag von Peter entschieden. Also Peter, hier einen Punkt. Vorschlag Nummer 3, den Erdenbaum abgebrannt. Christian hat sich für seinen eigenen entschieden. Oh, nice, Mann. Also hier keine Punkte. Und Vorschlag Nummer 5 ist die korrekte Beschreibungstextzeile. Deswegen Brammen auch noch mal einen Punkt hier. 2 Punkte in dieser Runde geholt. Sehr, sehr gut. Also, jetzt wisst ihr, wie dieser Achievement-Text lautet. Wir kommen zu Runde Nummer 3. Das ist ja echt, der Achievement-Text ist quasi Erdenbaum mit Flammen. Ihr habt den Erdenbaum mit Zunder in Flammen gesetzt. Ja, manchmal kann es auch einfach sein, ne? Aber es muss ja nicht immer so sein. Vielleicht ist es ja beim nächsten Spiel auch anders. Ja. Spiel Nummer 3 und wir sind im Spiel Borderlands 1. Und das Achievement, ich schreibe euch das hier auch mal rein, damit ihr das nicht vergesst. Borderlands 1. Und das Achievement lautet, beziehungsweise erst sage ich euch, es beginnt mit einem großen Buchstaben der Beschreibungstext und endet mit einem Satzzeichen. Und das Achievement lautet: Du bist auf einem Boot! Ausrufezeichen. 45 Sekunden ab jetzt. Und die Zeit ist abgelaufen, also bitte alle abgeben. Ich habe, oh Gott, ja. Mega. Okay. Was ist denn jetzt? Gut. Alle haben ihre. Ja, ich muss halt abschicken, ne? Gut. Kommen wir zum ersten Vorschlag. Das Achievement heißt: Du bist auf einem Boot. Und Vorschlag Nummer 1 lautet: Springe auf einer Monsterleiche im Wasser. Du Scheiße. Stark, Peter. Danke. 2S. Vielleicht ist ja ein Stromschlag. Was? Vorschlag Nummer 2. Du bist auf einem Boot. Beschreibungstext. Du hättest wohl nie gedacht, dass du mal hierher kommst. Vorschlag Nummer 3. Du bist auf einem Boot. Du bist der Flut entkommen. Oder ist es Vorschlag Nummer 4. Springe auf Claptrap und nutze ein Zeichen der Freude. Einen haben wir noch. Vorschlag Nummer 5 lautet: Du bist auf einem Boot. Rette Claptrap vor Handsome Jack. Das sind alle Vorschläge und Jay beginnt. Okay, also 4 hat einen Rechtschreibfehler mit Nutze. Und 1 ist ja schon revealed. Das heißt 2, 3 und 5. 3 ist bestimmt einem von euch eingefallen. Das heißt 2 oder 5. Weil die gar nichts mit einem Boot zu tun haben. Wobei, vielleicht ist das ja. Vielleicht kannst du da irgendwie hinspringen und boah, oder das Boot ist irgendwo auf dem Berg angespült worden oder so eine Scheiße und deswegen, du hättest wohl nie gedacht, dass du mal hierher kommst, dass du da irgendwie hochgesprungen bist, so Adventure-Map-mäßig, deswegen sage ich, das ist die 2. Vorschlag Nummer 2 für Jay und Brammen darf sich als nächstes entscheiden. Ja. Ich habe Borderlands 1 durchgespielt und ich versuche mich gerade zu erinnern, Könnte man eigentlich nur zu viert spielen? Haben wir trotzdem wir alle gespielt? Also ich war auch dabei. Ich bin Peter und ich war auch dabei. Ja. Haben wir nicht auch durchgewechselt? Ich weiß nicht mehr. Also lange ich kann mir überlegen, ob es irgendwo eine Szene gab mit einem Boot, aber da kann ich mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Ob das einfach so innerhalb der Story so war oder ob das halt irgend so eine Scheiße ist, die man nebenbei machen konnte. Ich tendiere gerade einfach Hm.
Nimm die 1. Ich nehme die 3. Bis der Flut entkommen für Brammen. Peter. Die 2. Und das ging schnell. Bitte noch Christian. 2. Okay. Gut, dann haben alle ihre Vorschläge gewählt. Vorschlag Nummer 1 haben wir ja schon gehört, ist von Peter. Muss ich leider enttäuschen, hat sich niemand für entschieden. So sad. Vorschlag Nummer 5, rette Claptrap vor Handsome Jack. Kommt von Jay. Ja. Hat sich niemand für entschieden. Machst du nix. Vorschlag Nummer 4, springe auf Claptrap und nutze ein Zeichen der Freude. Kommt von Brammen. Ja, Großschreibung, Kleinschreibung, Meinschreibung, ne? Zeichen der Freude hätte ich auch dir zugesetzt, hätte ich gesagt. Weil so Zeichen der Freude, das ist so, sowas fällt nur Bram ein. Vorschlag Nummer 3. Bram hat sich für Du bist der Flut entkommen entschieden. Und dieser Vorschlag kommt von Christian. Das bedeutet Christian einen Punkt. Und yay, damit ist auch klar, dass Vorschlag Nummer 2 der korrekte ist. Das heißt, Jay, Peter und Christian jeweils nochmal einen Punkt. Yay. Sehr gut. Ihr habt es erkannt. Good job, Chris. Man, nimm doch mal meine Sachen. Sorry. Ich habe mal recherchiert, weil ich gehe mal nicht davon aus, dass man an die Stelle hier sekündlich genau klickt, wo dieses Achievement kommt. Also zumindest das Let's Play Together haben in Borderlands 1 gemacht. Ist hier 3105. Tech 2102. Patrick. Disturb 1989. Kenny. Und ich denke mal, der Aufnehmende ist Brom. Ja. Aha. Hab's aber auch gespielt. Ja, Peter hat auch mit uns da durchgezockt, ja, als Kenny. Ja. Ja. Gut. Du bist früher Peters alter Ego. Ja. Damit sind wir auch in dieser Runde durchgekommen. Ihr habt es wieder richtig erkannt. Wir gehen in Runde Nummer 4. Wieder. Das ist gute Betonung. Ja, also ihr habt es erkannt. Ja, ja. Zumindest ein paar von euch. Runde Nummer 4, wir gehen zu einem Spiel, das hatten wir heute schon mal. Edna und Harvey, Harveys neue Augen. Und auch hier gibt es wieder einen Beschreibungstext, der beginnt mit einem großen Buchstaben, endet mit einem Satzzeichen. Und das Achievement lautet 99 Luftballons. Und ihr habt 45 Sekunden Zeit, ab jetzt. Zeit ist rum, bitte abgeben. Und ich habe alle Vorschläge bekommen. Und ich war der Aufnehmende bei Borderlands, ihr Ficker. Alter, was ist das? Jan hat danach sowieso ja noch mal gespielt später. Ich glaube im Stream. Muss ja kurz mal Aufklärung betreiben. Dann klären wir jetzt doch auch mal auf, was der Beschreibungstext oder der Achievement-Text von 99 Luftballons ist. Vorschlag Nummer 1 lautet Pam, Pam, Pam. Pam, pam, pam. Alle Luftballons zerplatzen lassen. Boah, Alter, wer versucht denn das jetzt so fies abzusnacken, ey? Das ist ja so schlecht. Oder das ist bei dem Spiel immer so. Ja. Oder? Vorschlag Nummer 2, 99 Luftballons. Stecke Batterien in den Ghetto-Blaster. Vorschlag Nummer 3 lautet bringe auf Harways Geburtstagsparty alle Luftballons zu platzen. Vorschlag Nummer 4 lautet 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Oder Vorschlag Nummer 5, 99 Luftballons, singe mit Harway 99 Luftballons. Ach du Scheiße. Und Brammen beginnt. Tja. Ja, eins ist stark. Muss ich leider early bean hier an der Stelle. Eins hört mich bei der 1 jetzt davon abschreckt, die zu nehmen. Ansonsten hätte ich das getan. Ist das bei dem zweiten Pam Pam, da kein Leerzeichen zwischen ist. Das war bei Uhuhuhu auch. Da waren aber Bindestriche zwischen.
Deswegen gehe ich davon aus, dass man vielleicht einfach in einen Ghetto Blaster irgendwo Batterien stecken kann. Und Ghetto Blaster könnte vom Wording her auch zu Harvest Neue Augen passen. Das sind nämlich die 2. Okay, Bram nimmt die 2 und Peter darf sich jetzt nicht entscheiden. 2. Die 2? Ja, Entschuldigung. 3 okay. Hat er gesagt. Nee. Die 3 wollte Peter. Ich wollte erst schreiben, sie fliegen alle, aber das wäre dann vorbei gewesen. Ach komm, ich nehme die 2. Vielleicht ist das einfach so ein pragmatisches Ding. Gut, dann fehlt noch Jay. Boah, meinst du, die lassen wirklich da Nena spielen? Also. In meiner Vorstellung haben sie nicht Nena da spielen lassen, sondern das ist einfach nur eine Anspielung. Ich glaube nicht, dass die Lizenz haben. In meiner Vorstellung haben die da Nena spielen lassen. Deswegen würde ich halt auch die 5 halt auch dann ausschließen. Ich finde das richtig schwer. Ich nehme einfach auch die 2, soll der gewinnen. Also, gut. Wenn das von einem von uns ist, war das ziemlich gut. Keiner meins nimmt. Ich bin beleidigt. Gut, dann haben alle ihre Vorschläge gewählt und machen wir es kurz. Vorschlag Nummer 2, stecke Batterien in den Ghetto Blaster. Kommt von Peter und damit... Nice. Hat er verdient den Sieg. Was da? 3 Punkte für Peter. Yay! Yeah. Krass, dann ist das, das war einfach 5. Also, Peter oder? Bekommt 3 Punkte, hat sich ja auch für sich selber entschieden. Das bedeutet, kein Punkt. Er muss sich für den Bait machen. Genau, für Peter von sich selbst. Vorschlag Nummer 1 kommt von Christian. Fand ich ziemlich nice. Ich meine, es war aber beim ersten Mal auch so, dass da kein Leerzeichen war. Ja. Ich weiß nicht mehr, mir ist nun nichts eingefallen. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Fand ich aber lustig. Vorschlag Nummer 3 kommt von Jay. Krass. Vorschlag Nummer 4. Richtig. Ist der korrekte Beschreibungstext. Was ist das für eine Beschreibung auf ihrem Weg zum Horizont? Ja, also da sind die einfach hochgeflogen, oder wie? Ist das dumm. Nee, sie haben aber wirklich die Lizenz von dem Song dann gehabt. Hey, du kannst ja Text einfach schreiben. Da haben sie es ja einfach nur nicht gesungen, sondern vielleicht ist sie einfach irgendwie gen Horizont geflogen was? Oder sowas. Ja, du interagierst mit irgendeinem Luftballon, der fliegt hoch oder mit Meeren und dann kriegst du das Achievement. Als Anspielung. Dachte, irgendeiner ist einfach so richtig dumm und macht dann so einen Witz und auf ihrem Weg zum Horizont. Mann. Umso besser, dass man das hier recht schwer predikten kann. Da kann man... Versuchen, ja. Quatsch zu machen. Das hat belastend, ey. Wir kommen zu... Auffällig war es, dass Peter einfach so gar nichts gesagt hat. Habe ich aber letzte Runde auch nicht. Ja, sorry, aber deine Position hat sich geändert. Das ist auch immer wichtig, an welcher Position man ist. Ja, ich bin einen nach vorne gerutscht. Ja, das ist schon viel. Bei nur 4 Leuten. Rex hat versucht, mich genauso zu verhalten wie das davor. Wir kommen zur Runde Nummer 5 und aktuell führt Peter mit 7 Punkten vor Christian mit 3, Jay und Bram 2 Punkte und... Das nächste Spiel ist Borderlands 2. Nicht Borderlands 1. Was ist hier 1, los mit diesen Spielen? Ich mag die Spielauswahl, die so unterschiedlich ist. Borderlands. Schreibt jetzt nichts mit Claptrap 2. Oder Handsome Jack, Leute. Das ist auffällig. Wieso? Werde ich nehmen. Ja, Claptrap ist doch in allen Teilen dabei, oder nicht? Und Handsome Jack in Teil 2. Ja, aber weil man immer als erstes daran denkt, schreibt man es quasi da rein. Echt jetzt, Handsome Jack war nicht in Teil 1? Das hätte ich zum Beispiel eben nicht gewusst. Ich glaube, der war nicht in Teil 1. Nice. Borderlands 2 ist das Spiel, das Achievement, der Achievement-Text beginnt mit einem großen Buchstaben und endet mit einem Satzzeichen. Und das Achievement lautet, klar, ein italienischer Klempner. 45 Sekunden ab jetzt. Und eure Zeit ist abgelaufen, bitte alle abgeben. Wie in der Schule. Schrecklich. Und Lehrer. Naja, das Feeling werde ich auch bald haben. Aha. Ich glaube, wenn das Video raus ist. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon extra meinen Stock bestellt. Ja, immer sehr gut, der Rohrstock. Gut, kommen wir zu Vorschlag Nummer 1. Klar, ein italienischer Klempner. Und der Beschreibungstext lautet, vielleicht auch nicht, Vorschlag Nummer 1, befreie den Gulli vor dem widerlichen Triebtäter. Nein, von. Was habe ich denn gesagt? Vor. Okay, von dem widerlichen Triebtäter. Kannst auch lesen. Vorschlag Nummer 2 lautet, klar, ein italienischer Klempner.
Donkey Mong getötet. Holy das shit. Das Problem an dem Spiel ist, das ist so Banane, das kann ja fast schon wieder sein. Das ist leider wahr. Vorschlag Nummer 3. Schlagt 5-mal auf den grünen Gullideckel. Vorschlag Nummer 4 lautet, klar, ein italienischer Klempner, besiege Mario beim Automatenspiel. Und Vorschlag Nummer 5, klar, ein italienischer Klempner. Ups, sorry, nicht nochmal. Fettfinger hier. Vorschlag Nummer 5, töte einen Gegner, indem du auf ihn springst. Und Peter beginnt. Oh, das ist echt, Runde. Das ist richtig, richtig gut gemacht von euch. Ich muss mich jetzt anders verhalten ausschließen. Als letzte Mal. Stimmt, die 3 kann man ausschließen, glaube ich. Genau, das dachte ich mir auch, tatsächlich. Oder war bei Borderlands vorhin auch quasi in der Mehrzahl, aber das ergibt eigentlich keinen Sinn mit der Mehrzahl. Oder war das da? Scheiße. Ich finde alles gut. Befreie den Gulli von dem widerlichen Triebtäter. Verstehe ich nicht. Aber kann natürlich irgendwie trotzdem sein. Vielleicht gibt es eine Figur, die heißt Gulli. Donkey Mong getötet. Kann sein. Irgendein Easter Egg, irgendein Monster heißt Donkey Mong. Tötet man. Das kommt als Achievement. Joke. Schlagt 5-mal auf den grünen Gullideckel. Wenn es von euch kommt, verstehe ich zumindest den Joke. Dann kommt irgendwie eine Stimme oder so. It's a me. Besiege Mario beim Automatenspiel. Keine Ahnung, Automaten hatten wir immer in unseren Let's Plays, deswegen würde ich das auch rausnehmen, weil man da als erstes dran denkt. Und töte einen Gegner, indem du auf ihn springst, finde ich naheliegend, aber finde ich auch sehr gut. Und deswegen nehme ich die 5. Okay. Dann Christian. Mhm. Ich habe das mit dem grünen Gullideckel nicht verstanden. Siege Mario beim Automatenspiel, töte deinen Gegner, indem du auf ihn springst. Alter, was? Donkey Mong kann halt tatsächlich sogar noch hinkommen, aber wer ist denn, befreie den Gulli von dem widerlichen, wer ist denn der Gulli? Konnte man beim Automatenspiel überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Ach komm, ich find's witzig. Ich nehme die 2. Gut, Jay. 5. Das war schnell. Und Brammen. Ach, gute Frage. Wäre die 2 dann nicht töte Donkey Mong? Texte werden auch immer so geschrieben. Die 3 müsste sein, schlage 5-mal. Also nehme ich die 1. Okay. Damit habt ihr euch alle entschieden. Ach, wie schreibt man Gulli? Fehlen? Ja, aber befreie mit I oder mit Gulli, Y? Ist das ein Character? Ja, ich dachte auch, dass er vielleicht ein Character... Wie befreist du denn Gulli auf der Straße von einem Triebtäter? Also ich dachte jetzt auch... Also ich hätte jetzt den Gulli-Deckel mit I geschrieben. Ah. Aber der Character könnte ja trotzdem Gulli mit Y heißen. Ich weiß aber auch nicht, ob Gulli-Deckel mit I richtig ist. Würde man dann nicht, wenn das ein Charakter heißt, dann Gulli schreiben und nicht den? Ja, weiß ich. Freie Gulli von dem widerlichen Triebtäter? Ja, aber vielleicht heißt der im Spiel der Gulli oder so. Genau, der Gulli, okay. So wie der Wendler. Ja. Vielleicht hätte er gestanden, freie der Gulli. Schauen wir uns erstmal die Vorschläge an, für die ihr euch nicht entschieden habt. Vorschlag Nummer 4, besiege Mario beim Automatenspiel, kommt von Brammen. Was gibt's nicht da? Vorschlag Nummer 3, schlag 5-mal auf den grünen Gullideckel. Peter hat schon gesagt, das könnte gut von euch kommen. Es kommt von Peter. Ja, es war Fail. Der hat die 2 gemacht, oder? Vorschlag Nummer 1, Bram hat sich entschieden, befreie den Gullideckel von dem widerlichen Triebtäter. Und Jay bekommt dafür einen Punkt, denn es kommt von Jay. Gönn dir, Bram. Oh mein Gott. Du hast recht, glaube ich, Christian. Außer Vorschlag Bram hat das gesagt. Nummer 2, Donkey Mong getötet. Christian entschied sich dafür und dieser Vorschlag kommt von Borderlands 2. Es ist der korrekte Achievement. Stark. Aber das ist nicht meine. Ja, sehr gut. Moment.
Ja, nee, dann war weil das ist Christian stark. Christian. Genau, Christian. Christian nur 3 Runden. Punkte. Ja, Christian auch nochmal 2 das Punkte. Ist big. Damit jetzt nur noch 1 Punkt entfernt von Peter. 7-6. Jay 3, Bramen 2. Boah, ich dachte, krass. Das wäre schon aus hier gewesen. Ich hab echt gedacht, Donkey Kong, weißt du, boah, Mario, scheiße, Donkey Kong, morgen, egal. Da ist Peter so reingeschissen. Tja. Aber vorher erstmal richtig abgeliefert. Das stimmt. Wir kommen zur Runde Nummer 6. Susu. Noch 3 Runden, 6, 7 und 8 stehen vor uns. Spannend, ey. Und wir kommen zu einem Spiel, das ihr gespielt habt. Mhm. Vielleicht kennt ihr auch dieses Achievement. 1. Der Achievement-Text beginnt mit einem großen Buchstaben, endet mit einem Satzzeichen. Das Spiel heißt Counter-Strike Global Offensive. Und das Achievement, der Achievement-Name lautet hier auch noch rein. $125.000 Verdienst, 45 Sekunden ab jetzt. Und alle haben mir ihren Vorschlag auch geschickt. Also, $125.000 Verdienst heißt das Achievement und der Achievement-Text laut Vorschlag Nummer 1 lautet: Verdiene insgesamt $125.000. Wie kann man das denn verdienen in dem Spiel? Das ist sogar, du kriegst doch jedes Mal jede Runde Geld. Ah ja, stimmt. Das ist, also das ist auch ein Achievement, da dürfte jeder von uns haben. Ja, locker. Vorschlag Nummer 2, $125.000 Verdienst. Verdienen Sie insgesamt $50.000 Bargeld. Jetzt wird man gesiezt auf einmal. Ja, das finde ich auch komisch. Vorschlag Nummer 3, $125.000 Verdienst. Verdiene in einem Match $125.000 mit deinem Team. Vorschlag Nummer 4 lautet $125.000 Verdienst. Spiele 1000 Runden ohne Entschärfungskit. Und der letzte Vorschlag, Vorschlag Nummer 5, $125.000 Verdienst. Bekomme 10-mal den Verliererbonus. Und Christian beginnt. Ach, das ist ja super. Ja. Wieso? Junge. Hat einer Lust, mir zu erklären, was in dem Spiel Bargeld ist? Weil ich weiß es gerade überhaupt nicht. Wüsste es auch nicht. Kannst du durch die Fuffis werfen? Christian nimmt die Nummer 3 und Jay ist der nächste. Also, Entschärfungskit kostet 400. Wenn ich 400 mal 1000 rechne, dann komme ich nie auf $125.000 Verdienst. Die $125.000 Verdienst, entweder bezieht sich das halt nur auf eine Person, auf dich selber. Oder es bezieht sich halt auf dein Team. Und da ist dann halt die Frage. Du kriegst. Boah, was kriegst du denn? Wenn du eine Runde gewinnst, hast du so. Kriegst du 4000. Wenn du das als Team hast, bist du bei 4000, 20.000 pro Runde. Ja, keine Ahnung. Verdienen Sie insgesamt $50.000 Bargeld? Hä? Verdienen insgesamt $125.000. Bekomme 10-mal den Verliererbonus. Verdiene in einem Match $125.000 mit deinem Team. Ja, also das hast du ja in jedem Shortmatch auch schon alleine, die Vorschlag 3. Also es ist 1, 2, 5. Ich nehme die 1. Okay. Das ist immer pragmatisch. Bram. Ja. Ist so die Frage, was heißt verdienen in dem Spiel? Bekommen einfach nur? Also ist das, was ich am Anfang bekomme, auch damit drin? Oder ist das nur so Sachen, die ich verdiene, indem ich Kills mache, die Bombe lege und so weiter? Wenn das der Fall ist, dann finde ich 3 wieder näher dran.
Ansonsten finde ich die Argumentation, die Jay gebracht hat, mit dem, das schaffst du in jedem Short-Match, zählt dann für mich sowohl für die 1 als auch für die 3. Die 4 war raus. Nicht, wenn es einzeln ist. Die 1 und 2. Also, einzeln hast du es ja nicht. So schnell. Aber einzeln kannst du ja gar nicht 125.000 verdienen. Naja, muss ja nicht in einem Match sein, steht ja nicht in einem Match. Wenn man spielst du zweimal oder so, dann kriegst du das Achievement. Wäre so ein vielleicht ist das ja das erste. Vielleicht ist das ja das erste Achievement, keine Ahnung. Also Vorschlag 4 ist auf jeden Fall für mich raus, weil da bin ich ganz bei Jay. Ich dachte mir, 125 kostet das nicht. Ich dachte, das kostet 200, aber es war mir klar, das kostet keine 25. So, könnte ich 10 mal den Verliererbonus bekommen, gibt der 12,5 der Bonus auf mein Team. Das würde keinen Sinn machen, weil das 500er Schritt wäre. Bei 5 Leuten aber. 5 mal 5. Ich nehme Vorschlag 5. Okay. Dann fehlt noch Peter. Boah, finde ich ganz schön schwer. Ich finde 5 kommt nicht in Frage, weil ich hätte 10 kleingeschrieben und Verliererbonus zusammen. Aber was mich komplett verwirrt, ist die 2, weil du wirst auf einmal gesiezt. Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten, wie die Form ist. Und $50.000 Bargeld ergibt in dem Spiel auch gar keinen Sinn. Also, ist jetzt entweder... Also muss das sein, ja? Ja. Dann fällst du raus, dann widerspricht das allem. Also muss von allem. Das ist auf jeden Fall rausfallend, ja. Ja. Also entweder hat jemand komplett fallen abgeschaltet, als wir über die Ansprache geredet haben. Aber wir sind jetzt hier auch bei Steam Achievements und potenziell bei den anderen war es ja auch potenziell Xbox und so. Ich nehme jetzt einfach die 2, weil das komplett dumm ist. Ja, auch Bargeld. Und ich verstehe es nicht. Gut. Dann haben wir alle verteilt. Alle Vorschläge haben eine Person gefunden. Bis auf Vorschlag Nummer 4. Spiele 1000 Runden ohne. Ja, habe ich abgeschenkt. Ja, das kommt von Peter. Also hier dafür keine Punkte. Ich fand's aber lustig mit dem Entschärfungskit trotzdem. Die Idee war gut, aber hat mir nicht gepasst, ne? Vorschlag Nummer 5. Bekomme 10 mal den Verliererbonus. Bram hat sich dafür entschieden und Jay kann sich hier freuen, denn das gibt einen Punkt, denn dieser Vorschlag kommt von ihm. Danke, Bram. Gerne, Jay. Ich muss dich doch pushen. Ja, ich push dich bestimmt zurück. Nee. Vorschlag Nummer 3. Verdiene in einem Match $125.000 mit deinem Team. Christian hat sich dafür entschieden und da kann sich Bram freuen, denn das ist sein Vorschlag gewesen. Vorschlag Nummer 1. Jay entschied sich für verdiene insgesamt $125.000. Und Christian kann sich dafür freuen, denn das ist korrekt. Das bedeutet, da Vorschlag Nummer 2 ist korrekt. Sie wird tatsächlich Ausschlag geben, krass. Alter. Aber wieso 50? Das verstehe ich nicht. Wieso 50.000? Ich verstehe es auch nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Sinn. Das heißt, man startet mit 75.000 oder was? Oh, Gabe ist einfach so ein Idiot, möchte ich mal sagen. der kann nicht mal einfachste Mathematik. Achievements. Also, Mann! Das mit dem Sie ist aber tatsächlich ultra smart gewesen, habe ich gar nicht dran gedacht. Tja, aber. Ich dachte, die sind halt wirklich so pragmatisch und du kriegst relativ viele Achievements ja relativ schnell. Also war die 3 echt gut, aber haben wir nicht. Peter hat es zumindest erkannt oder jeden Fall die Änderung erkannt und deswegen sich dafür entschieden. Und es gab auch einen Punkt dafür. Also jetzt 8 Punkte für Peter, 7 für Christian. Hat sich nichts geändert. Bram 3 hat sich quasi nichts geändert in den Abständen, genau. Aber wir haben ja noch 2 Runden. Und Runde Nummer 7. Das Spiel heißt GTA 5. Oh Gott. Das habt ihr wohl gespielt. Ja. Und der Achievement-Text beginnt mit einem großen Buchstaben und endet mit einem Satzzeichen. Und das Achievement lautet: Das große Ding mit Ausrufezeichen hinten dran, 45 Sekunden ab jetzt. Huch, 20. Was war das denn? Ist mein Handy aus der Hand gefallen. Vor lauter Excitement, dass nur noch 20 sind. Eure Zeit ist abgelaufen. Eieiei. Und alle haben ihren Vorschlag abgegeben. Vorschlag Nummer 1, das große Ding aus GTA 5 im Beschreibungstext könnte lauten: Jetzt ist es kein Traum mehr. Oder Vorschlag Nummer 2:
beim finalen Bankraub alles mitgenommen? Vorschlag Nummer 3 lautet: Das große Ding, beende den Prolog. Vorschlag Nummer 4, das große Ding, schließe die letzte Heist-Mission ab. Oder Vorschlag Nummer 5, das große Ding, schließe den Diamond Casino Heist ab. Und Jay beginnt. Ja. Ich suche gerade noch nach Rechtschreibfehlern. Letzte Heist-Mission. Weiß ich nicht, ob da ein Bindestrich reinkommt. In welchem Heist? Schließe den Diamond Casino Heist ab. Aber keine Ahnung, ob es den jemals gab. Nimm die 3. Okay. Dann Bramen. Ja, also schließe den letzten die letzte Heist-Mission ab, ist halt die Frage, von welchem Heist. Schließe den Diamond Casino Heist ab, fand ich erst gut, aber da es jetzt auch schließlich die letzte Heist-Mission gibt, finde ich das nicht mehr so gut. Aber ich glaube, den Diamond Casino Heist gab es zumindest wirklich. Der finale Bankraub ist halt so das gleiche, so ist das aus dem Singleplayer dann einfach, aber 3 finde ich nicht so geil, weil... Ich glaube, da war der Bait von... Ja, nee, nicht nur deswegen. Auch sagt das Spiel dir selber, du bist jetzt mit dem Prolog fertig? Also das mit dem Wort-Prolog? Du hast jetzt hier Kapitel 1 abgeschlossen? Ich finde 1 irgendwie nice. Also damit hast du... Ich nehme 1. Da jetzt kein Traum mehr. Er ist so nichts, schön nichtssagend. So irgendwie ein bisschen träumerisch. Das passt zu der Stadt auch, in der man spielt. Okay. Dann Peter. Ich bin da voll bei Fragen. Ich nehme die 1. Das fällt wieder komplett raus bei allen anderen Sachen. Und vielleicht hat sich jetzt jemand mittlerweile angepasst und ist clever, aber. Ja, das ist Shampoo. Ja, genau. Fehlt noch Christian. Achso, ich bin der Letzte. Das ist gut. Also, wir haben 3 Leute, die an Heist gedacht haben. Deswegen ist das schon schwierig. Und bei Diamond Casino Heist hätte ich auch irgendwo vielleicht einen Bindestrich gesetzt. Ich weiß aber nicht wo. Das Problem vom Diamond. Der Ende dem Prolog kann wirklich Jay's Bait sein. Aber der beginnt ja mit einem Bankraub. Und das sollte ja eigentlich auch das große Ding sein. Aber also vielleicht heißt die Mission ja sogar so. Aber die ist halt schief gelaufen. Und 1 fällt wieder raus. Oh nein, ich raste aus. Ich sterbe. Nice one. Also ich glaube, ich nehme die 3. Okay. Weil ich ja auch immer reinbaite, ne? Jede Runde. Rein hast du gut gemacht, also. Wo baite ich denn jede Runde rein? Hab ich nie gemacht. Hat jemand gesagt, du baitest jede Runde rein? Du hast gesagt, du baitest rein. Warte. Mein OBS hat sich verabschiedet. Oh. Dann darf ich mich doch trotzdem noch aufregen. Das ist richtig. Ich habe auch nicht gesagt, dass du jede Runde reinbaitest. Ja, aber kam mir so vor. Ja. Direkt meinen Vorschlag diskreditiert, um dann auf die anderen dazu machen. Was gut ist, Peter. Ist ja auch Teil des Spiels, muss man an der Stelle mal sagen. Findest du? Was? Alle haben sich für einen Vorschlag entschieden. Ja, haben wir gesehen. Vorschlag Nummer 5, schließe den Diamond Casino Heist ab, kommt von Brammen. Dafür gibt es keine Punkte. Vorschlag Nummer 4, schließe die letzte Heist-Mission ab. Kommt von Peter. Auch keine Punkte dafür. Der war nicht gut, Peter. Fuck, das war von Peter. Ich hätte gedacht, die 1 war von Peter. Beende den Prolog. Jay und Christian haben sich dafür entschieden. Der Bait von Jay hat funktioniert. Ich habe ihn gelesen wie ein Buch. Du hast mich wirklich gelesen. Niemals baite ich. Und jetzt mache ich das einmal und er liest mich direkt. Das hat mich so getriggert. Das hat mich so getriggert. So, das heißt, es bleiben noch Vorschlag 1 und 2 übrig. Und Vorschlag 1, Peter und Bram haben sich dafür entschieden. Jetzt ist es kein Traum mehr. Und der kommt von GTA 5. Es ist der korrekte Beschreibungstext. Alter, Christian hat mich so reingelegt. Ich war bis kurz vor knapp jetzt gerade noch der Meinung, der kommt von ihm. Holy shit. Ja, also ich bin auch immer noch fest, also ich bin wirklich fest der Überzeugung gewesen, es wäre auf die erste Mission bezogen. Es hätte wirklich der Prolog sein können. Also deswegen habe ich es ja auch genommen. Ja.
Ja, also beim finalen Bankraub alles mitgenommen, dann von Christian dafür aber keine Punkte. Hätte ich vorher gewusst, dass von Peter die 4 ist, dann hätte ich die 1 genommen. Okay. Peter führt mit 9 Punkten vor Christian mit 7, Jay mit 5, Brammen mit 4. Wir haben noch eine Runde, es ist okay. Runde Nummer 8. Alles noch drin, außer erster. Jetzt werden und zweiter. Mindestens 4 irre Aussagen kommen. Jetzt muss ich delivern. Das sage ich jetzt, das predikte ich jetzt schon. Ja, mal gucken, ja es ist auch kommt. Ein irres Spiel, würde ich sagen. Edna bricht aus. Nein, diesmal nicht. Oder N3. Ich sag euch schon mal so viel, der Beschreibungstext beginnt mit einem großen Buchstaben, endet mit einem Satzzeichen und das Spiel heißt Saints Row the Third. Das ist wirklich irre. Und das Achievement, der Achievement-Name lautet Au, meine Eier. 45 Sekunden ab jetzt. Und alle haben abgegeben. So, die letzte Runde. Au, meine Eier heißt das Achievement aus Saints Row the Third. Und wir beginnen mit Vorschlag Nummer 1. Schlag jemandem in die Kronjuwelen. Kronjuwelen ist gut. Dammit. Vorschlag Nummer 2. Fehlen es eh nicht. Verscheiße einen. Grind auf der Rail und falle ungünstig. Not bad. Das, okay. Huch, jetzt habe ich jetzt zur Seite gescrollt aus Versehen. So, Vorschlag Nummer 3. Kannst du den vorlesen, bitte? Ja, ich versuche es. Au, meine Eier. Schaffe deinen ersten Eierschuss und Hodenangriff. Andi, du musst den zweiten noch vorlesen, ne? Verscheiße einen Grind auf der Rail und falle ungünstig. Guck, danke. Ich krieg's doch hin. Vorschlag Nummer 4, au, meine Eier. Fall vom Saints Row Hauptquartier auf die Straße. Und Vorschlag Nummer 5. Der letzte Vorschlag. Oh, meine Eier. Schieße 60 Gegnern zwischen die Beine. So. Und Bram beginnt. Okay. Dieses durchgehende Kichern da vom Moderator, ey. Also 1 und 4 finde ich schwierig, weil das eh fehlt hinter dem ersten Wort. Also Schlage und Falle. Schießt 60 geht dann zwischen die Beine. Das könnte so sein. Das ist so ein richtig typisches Achievement. Aber macht Saints Row so weit billiges so einfach. Schaffe deinen ersten Eierschuss und Hodenangriff. Das weiß ich nicht mehr, was geht. Ja, ganz ehrlich, die 4 ist doch dumm, Alter. Fall vom Saints Row Hauptquartier auf die Straße und das ist auch meine Eier. Der Scheiße einen Grind auf der Rail und falle ungünstig. War das ein Grind auf der Rail? Oh, das Vorschlag. Peter und Jay haben das, glaube ich, gespielt, wa? Mhm. Jay und ich haben es auf jeden Fall im Koop durchgespielt. Das ist korrekt. Schaffe einen Eierschuss und Hodenangriff. Würden die Hodenangriff sagen. Scheiße, Alter, was für ein Wording. Ich weiß, dass die crazy Wording haben. Aber 60. Hm. Boah, das ist doch alles Kacke hier. Muss delivern. Okay, Dennis, du musst delivern. Du musst jetzt hier gut sein, damit du noch mal reißen kannst. Deswegen nehme ich... Ich nehme die 3. Oh Gott, Alter. Hat den Arnie gemacht. Schade. Peter. Ich möchte gar nicht so viel zu sagen. Ich nehme die 1. Trotz des okay, dann Christian. Ja, kann, also wir wurden auch schon gesiezt. Ich möchte gar nicht so viel zu sagen. Ich nehme die 5. Okay, dann fehlt noch Jay. Ich bin das gar nicht so weit, also ich finde das gar nicht so schlimm, da jetzt schieße, das ist glaube ich egal. Ich nehme die 2, die hat es verdient, einen Punkt von mir geschenkt zu bekommen. Okay. Gut,
Dann klären wir das mal auf. Boah, jetzt bin ich gespannt. Der will einfach nur nicht der zündende Rädchen am Wagen sein. Warum? Vorschlag. Wie will ich denn das zündende Rädchen am Wagen sein? Da bin ich mal gespannt. Ich finde die zwei halt wirklich lustig und super kreativ. Na, mal gucken. Vorschlag Nummer 4 hat keinen Vote bekommen, Fall vom Saints Row Hauptquartier auf die Straße. Ist auch ein Rechtschreibfehler drin. Quartier, da fehlt ein R. Richtig. Ich dachte, da fehlt ein T. No, ich dachte, das ist Quartier. Ups. Naja, ich sollte nicht so komische Sachen schreiben. Ja, aber genau, es kommt von Jay, also kein Punkte dafür. Vorschlag Nummer 5. Christian hat sich dafür entschieden. Schieße 60 Gegnern zwischen die Beine. Wo kann er sein? Und da freut sich Peter, denn das ist ein Punkt. Das kommt von Peter. Peter. Ja, ich hab dich. Nee, ich hab dich. Hab ich mir schon gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ja, nice. Vorschlag 1, Peter hat sich dafür entschieden und Schlag jemandem in die Kronjuwelen kommt von Christian. Also hier einen Punkt auch von Peter an Christian. Vorschlag Nummer 2, verscheiße einen Grind das of the Rail. Das kann ja nicht wahr sein, Jay, was jetzt passiert. Unfall ungünstig. Das heißt, du mal, holst mich, ist ne? von Bramen. Ja. Das bedeutet, nice. Bramen ein Punkt von Jay. Oh, nice. Gönn ich dir. Ich fand das lustig. Aber hast du die drei auch richtig, hast mich überholt, glaube ich, ne? Ja, ich krieg einen Not für dich. Und aber was zum Geil ist denn ein Hohnangriff? Ja, schaffe den doch, ersten Eierschuss und Hohnangriff. Ist der korrekte? Bramen hat sich korrekt entschieden. Also einen weiteren Punkt für Bramen und damit überholt Bramen Jay. Aber das ändert nichts daran, dass Peter mit 10 Punkten diese Folge gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. GG an alle. Christian Zweiter. Bramen jetzt Dritter und Jay mit 5 Punkten, 1 Punkt hinter Bramen auf dem 4. Platz. Ja. Ist mein Thema. Scheinbar nicht. Nee. Aber Dankeschön an Tim fürs Vorbereiten dieser Special-Ausgabe vom Sloxicon-Quiz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.